Aber heute probieren wir was Neues aus. Weihnachten steht vor der Tür. Naja, noch nicht so ganz, aber der Advent. So, ich zeige euch erstmal mein Bullet Journal. Ich habe mir überlegt, natürlich schreiben wir ein bisschen. Unser Text für heute wird sein Joy to the World. Das ist ein altes Weihnachtslied. Ich habe das heute mal schnell nachgesehen. Auch das notiere ich mir in meinem Bullet Journal, Freue dich Welt von 1719, aber ich kenne es noch aus meiner Zeit im Gospelchor, wurde auch schon gesungen unter einer ganzen Liste von Leuten, Mariah Carey, The Kelly Family, könnt ihr alles auf YouTube nachhören. Also, wir liegen top quasi in der Weihnachtszeit. Und zu unserem Text kombinieren wir Sterne. Und die Sterne zeige ich heute, geht total easy und macht total was her. Ich habe mehrere Vorschläge und heute besteht absolut Suchtgefahr bei den Sternen. Man kann gar nicht mehr aufhören. Ich habe dieses Motiv für euch vorbereitet. Da gibt es ganz viele Variationen. Ich zeige euch das mal. Das kann so aussehen. Es kann so aussehen. Und jetzt seht ihr schon, heute geht es um die neuen Calibrush Grey Edition. Tipptopp, nagelneu, fünf Grautöne bzw. vier Grautöne mit einem kräftigen Schwarz. Ganz feine Abstufungen. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Ihr wisst, ich stehe normalerweise auf bunt, aber Ton in Ton ist auch was. Und zwar, ich liebe die feinen Abstufungen der Grey Edition. So schaut's aus, Leute. Und weil Weihnachten, kombinieren wir dazu die Calibrush Metallics. Und ich habe mir heute mal rausgepickt, Metallic Blau, Silber und Gold. Und ihr seht schon, ich hatte ja schon in meinem Promo-Video gesagt, von den Papierfarben würde ich gern beige und grau gehen. Und zwar habe ich vorbereitet. Das sieht so aus. Wenn ihr heute nur DIN A4 Papier habt, wenn es nur weißes Papier hat, völlig egal, funktioniert auch. Nur mal für euch so als Anregung. Es gibt ganz feine Abstufungen. Das ist das Dunkelste. Das ist ein gebrochenes Weiß. Und zwar ist das von Canson Meat-Tanned Zeichenpapier. Und es gibt es im normalen Künstlerbedarf zu kaufen in großen Bögen. Und ich nehme mir dann so einen großen Bogen und schneide mir den klein. Ich habe hier jetzt Rechtecke mit 20 mal 20. Und je nachdem, wie sich's ausgeht, kommen dabei noch Quadrate mit 10 auf 10. 8 auf 8 habe ich hier. Hier sind es 5 auf 5 und 6 auf 6. Und auf den allen kann man Sterne machen. Deswegen Suchtpotenzial. Ihr habt jede Menge Material und da kann man alles Mögliche machen. Anhänger, Karten, Grußkarte habe ich dann auch noch. Und auf die kleinen Sterne schauen wir mal, ob wir es noch schaffen. Ansonsten könnt ihr das Video dann später auch wieder nachschauen auf YouTube und bei online-pen.de. Deswegen das erstmal zur Seite. Lasst uns das große Motiv machen. Wo habe ich es? Hier. Also. Und das sieht aufwendiger aus, als es tatsächlich ist. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Ich hatte ja schon angekündigt, ich nehme mir jetzt mal von den drei Farbtönen das helle Grau. Wir brauchen heute Zirkel, ein Geodreieck und ich für mein größeres Blatt ein Lineal, Bleistift. Schere habe ich noch, brauchen wir eventuell nur, also keine Sorge. Und einen Radiergummi zeige ich euch jetzt alles. Wir gehen Schritt für Schritt miteinander durch. Achtung! So, jetzt lege ich unser Motiv erstmal weg. Ihr könnt natürlich wie immer einfach zuschauen und genießen. Wer mitmachen will, nehmt euch euer Blatt, was immer ihr für Format habt. Wir suchen jetzt den Mittelpunkt für unseren ersten Stern. Ich gehe jetzt mal wirklich in die Mitte von meinem quadratischen Papier. Je nachdem, wie euer Format ist. Ihr wisst ja, da sind wir immer ganz flexibel. Uns geht es jetzt erstmal um die Gestaltung und gemeinsam hier eine kreative Stunde miteinander zu verbringen. So, Mitte habe ich hier. Also ich gehe jetzt diagonal von Eck zu Eck und dann gehe ich
2 cm von der Mitte in jede Richtung. Ich mache also einen 4 cm Strich und dann kann ich in meinem Fall das lange Lineal auch schon wieder weglegen und nehme mein Geodreieck dazu. Jetzt zoome ich mal ein. Geodreieck ist vielleicht für den einen oder anderen schon ungewohnt. Ich habe hier jetzt meine 4 cm Linie. Da gehe ich ins Zentrum, lege quasi die Linie drauf und habe damit einen 90-Grad-Winkel und mache nochmal 4 cm. Und dann gehe ich genau in die Mitte von meinem entstandenen Kreuz. So, jetzt könnt ihr es sehen. Und gehe dann, da kann ich hier quasi den rechten Winkel bei diesen beiden Linien anlegen und gehe 1,5 in beide Richtungen. Geht einfach mit mir mit, Schritt für Schritt, denn schon hier sind jede Menge Varianten möglich. Das alles werdet ihr dann sehen, könnt ihr dann für euch ausprobieren und ich bin schon gespannt, was alles Schönes bei euch entsteht. Jetzt gehe ich einfach mal bei einer Grundlösung durch, die ich mir für heute überlegt habe. Wir sind jetzt also bei einem Bleistiftstern. 2x 4 cm, 2x 3 cm. Ihr könnt praktisch keinen Fehler machen, völlig entspannt. Dazu nehme ich mir jetzt den Zirkel. Ich steche hier in der Mitte ein. Ich gehe auf die ungefähr 2 cm Radius mit dem Abstand, mit dem ich auch die Striche schon gemacht habe, oder mit der Länge, und zeichne mir hier mal einen ersten Kreis. So. Jetzt kann ich mir das Geodreieck zur Hilfe nehmen und gehe hier von dieser Linie 5 mm nach außen. Ich erkläre euch gleich meine Gedanken und ob das jetzt ein Millimeter mehr oder weniger ist. Wir sind wie immer völlig entspannt. Und dann ziehe ich jetzt noch einen Kreis und dann setze ich nochmal das Geodreieck an und gehe jetzt von der äußeren Linie nochmal 2 cm nach außen und ziehe einen Kreis. Und das soll erstmal reichen als erster Schritt. Ich zoome mal aus. So sieht es jetzt gerade aus. Das reicht erstmal. Im Normalfall würde ich jetzt mit meinem Knetgummiradierer schon mal drüber gehen. Und zwar ist es ideal, man rollt drüber und man nimmt eigentlich überflüssiges Graphit von den Bleistiftstrichen schon mal weg. Das heißt, ich muss später vielleicht gar nicht oder nur wenig radieren. Das habe ich jetzt nur ganz kurz gemacht, weil ihr wollt meine Linien ja sehen. Weiter geht's ganz entspannt mit dem Stern in der Mitte, an dem ich mich dann so ein bisschen orientieren kann. Folgendermaßen. Als Anhaltspunkt finde ich immer ganz hilfreich, wenn man sich in die Mitte erstmal eine Raute macht. Dazu nehme ich jetzt Silber, gehe hier hin schräg und setze einfach auf den Mittelpunkt eine Raute. Ich finde, es ist optisch fürs Auge dann etwas leichter umzusetzen. Und dann haben wir hier ja, Moment, in der richtigen Reihenfolge, die Grey Edition. Ich lege mir die da tatsächlich in dieser Reihenfolge zur Seite. Von schwarz bis zum hellen Grau. Und nehme jetzt das dunkelste Grau, und zwar die Brushspitze, und mache Folgendes. Der Brushspitze entsprechend mache ich an den 2 cm langen Strichen, gehe ich quasi einen Strahl. Ich gehe quasi ohne Druck, baue Druck auf, Strahl Nummer 1. Ja? Und es ist nur ein Strich und dann drehe ich mein Blatt und ich habe quasi oben die Verjüngung und werde zum Zentrum hin breiter. Ich drehe ohne Druck, mit Druck. Ich drehe nochmal, ohne Druck, mit Druck. So, dann haben wir einen vierzackigen Stern. Und jetzt überspringe ich ein Grau und gehe auf das übernächste hellere Grau. Wenn ihr das jetzt anders macht, ihr werdet sehen, sieht genauso gut aus. Ja? Ich erkläre es nur einfach wirklich Schritt für Schritt. Ich gehe auf die kürzeren Striche, ohne Druck, mit Druck. Ich drehe und gehe auf die 4 Striche genauso nochmal. Ohne, mit,
ohne mit. So. Das hilft mir jetzt schon mal optisch für die Gestaltung. Ich zoome jetzt mal aus. Ganz entspannt, ein leichter Stand in der Mitte. Das ist schon mal der erste Strich zum, der erste Schritt zum Stand. Auch als kleines Deko-Element für große Gestaltungen könnt ihr quasi einen ganzen Sternenregen machen. Jetzt zeige ich euch nochmal unser Motiv für heute. Sieht so aus. Nächster Schritt ist jetzt, Moment, nächster Schritt ist jetzt unsere Schrift. Und jetzt ist es so, dass ich, ihr seht es hier bei Joy, das ist sowieso Großbuchstabe, aber dass ich heute mal die Buchstaben etwas von oben nach unten und wieder zurück springen lasse, also ein Stück weit Bounced Lettering heute mal. Das habe ich mir deswegen überlegt, weil ihr seht schon, die Schrift passt sich dann schön und schmiegt sich schön an den inneren Stern hin. Und das verfestigt quasi unsere Gestaltung. Okay? Deswegen habe ich quasi diese beiden Linien mit den 5 mm Abstand gemacht. Das ist die Grundlinie, das ist unsere Schrifthöhe und mit den Kleinbuchstaben springe ich zwischen der Grundlinie und der Grundlinie hin und her. Okay? Hört sich komplizierter an, als es ist. Wir machen es gemeinsam. Ich nehme jetzt das mittlere Grau in den 5 Farben, also zwischen den beiden Graus, die ich gerade benutzt habe. So, ihr denkt dran, ich habe gerade gesagt, das ist unsere Schrifthöhe für die Kleinbuchstaben. Ich mache jetzt ein großes J für Joy. Ich gehe also darüber hinaus und ich suche mir quasi die Lücke zwischen den beiden Strahlen aus, damit ich mit der Unterlänge von dem J schön hier rein kann. Okay, ihr könnt ja erstmal zuschauen, mutig voran. Ich forme zuerst den Kopf mit Druck nach oben. Ich lasse nach, Druck in die Länge, ich lasse nach. Und jetzt forme ich nach oben einen schönen Fuß für das J. Und dann ist es wichtig, ihr dreht immer ein Stück, dass quasi die Linie wieder gerade auf euch zuzeigt, damit ihr den nächsten Buchstaben schön formen könnt. Ich gehe jetzt auf die obere Grundlinie und mache mein O ohne Druck, mit Druck. Großzügig nach oben raus, schlanke Schlaufe, Stopp. Ich drehe wieder ein Stück und dann gehe ich mit dem Y jetzt bis darunter und kann quasi mit der Unterlänge hier zwischen die zwei Strahlen gehen. Druck, nachlassen, Druck, nachlassen und mutig um die Kurve rum. Raus aus dem Y und wir machen einen schönen Schwung. Ich zoome mal aus, damit ihr sehen könnt, wie es aussieht jetzt. Und da seht ihr schon, wie schön sich die ineinander fügen. Okay, ich drehe ein Stück weiter. Joy 2, wir brauchen nur ein T und ein O. Jetzt gehe ich mit dem T nach oben raus. Schwinge raus und gehe mit dem U nach unten und schwing schön raus aus dem T. Dann drehe ich noch etwas und mache schwungvoll quasi den Querstrich schön an dem Kreis entlang. Lasse ich den hier reinfliegen. Dann kommt The. Ich setze wieder oben auf das T. Selbst wenn ihr das nicht folgt, mit nach oben, nach unten gehen, halb so wild. Ja? Halb so wild, es ist nur ein Detail für die Gestaltung. Wir reagieren ja sowieso immer so, wie es uns gerade gelingt. T auf der Linie, mit H gehe ich jetzt nach unten. In der Oberlänge schön aus dem Kreis rausgehen. Druck. Und jetzt gehe ich mit dem Körper halt Druck bis nach unten. Wir haben mehr Platz. Und gehe dann hier in den zwischen die zwei Strahlen zurück und kann hier wundervoll das reinfließen lassen. Dann drehe ich mein Blatt. Ihr habt gesehen, ich habe den Querstrich beim T noch nicht gemacht. Das ist ein Trick. Schwuppdiwupp. Dann gehe ich von hier raus, gehe schwungvoll nach oben und schön schmiegt sich das TH an das Tu an. Ich zoome mal aus. So, jetzt fehlt uns das E. Das setzen wir wieder auf die Linie. Ohne Druck, mit Druck
und schwungvoll aus dem E raus. Ich drehe wieder ein Stück. Jetzt brauchen wir World. Jetzt machen wir Folgendes. Ich setze es jetzt mal auf die Linie, weil hier auch eins von den Sternenstrahlen kommt. Gehe ganz schwungvoll nach oben raus und mache so ein W. Ohne Druck und mit Druck auf die Linie. Das ist unser erster Zug. Ganz easy. Und dann mache ich das. Ich drehe, und ihr seht immer, ich drehe immer ein Stück, dass das senkrecht auf mich zuzeigt, quasi wie die Linie, auf der ich gerade schreiben will. Ich gehe nach rechts raus, Schlaufe, Druck aufbauen, nach oben, Druck, ausschwingen aus dem W und wieder drehe ich ein Stück. O setze ich auf die untere Linie. Stopp, ich drehe einen Hauch fürs W, setze ich auf die Linie, das L, jetzt seht ihr schon L und D, ihr könnt völlig entspannt sein, da kommen wir hin. Sollte jemand zu viel Fläche haben, dann kann man dann noch ein Ausrufezeichen hinsetzen oder man macht ein paar Punkte oder einen Schmuckschwung, da gibt es für alles Lösungen, ohne Druck, mit Druck, ohne raus und wir gehen ins D und schwingen aus. So. Die Buchstaben springen ein bisschen nach oben und unten. Es ist lebendig und es fügt sich jetzt schon ganz schön zusammen. Joy to the world mit Stern. Dem Stern geben wir jetzt noch Deko. Ich zeige euch nochmal meinen Entwurf. So glamourös soll es noch werden, überhaupt kein Problem. Wir nehmen wieder zur Hand unseren Zirkel. Und zwar gleichen wir den nächsten Kreis. Wir stechen in der Mitte ein. Moment. Und dann gehen wir mit einem neuen Kreis ganz knapp an die Oberlinien der Schrift hin. Da könnt ihr quasi nichts falsch machen. Ihr seht schon, ich habe es jetzt hier gemessen an dem L von World. Setze jetzt einen Kreis. Einmal, jetzt nehme ich nochmal mein Geodreieck zur Hilfe und gehe nochmal ungefähr 2 cm nach außen. Okay, noch ein Kreis. So. Und jetzt fängt es an, kreativ zu werden. Vor kreativ brauchen wir noch ein paar Linien. Wir brauchen Bleistift und Geodreieck. Und zwar führen wir jetzt einfach Linien von dem inneren Stern nach außen, damit wir Orientierungshilfe haben für unsere Schmuckzüge. Und dann mache ich ganz leichte Bleistiftstriche von hier nach außen. Gehe erstmal über 90 Grad auf den nächsten Strich. Setze an, ziehe einen Strich in den äußeren Kreisen, dann gehe ich auf die nächsten Strahlen, gleiches Spiel. Da muss man sich jetzt noch mal kurz konzentrieren und dann geht es mit dem Gestalten los. Aber das ist auch wie ein Hilfsgerüst für euch. So und so. Und jetzt seht ihr schon, die Abstände sind noch ziemlich weit. Die unterteilen wir jetzt nochmal durch 3. Das könnt ihr entweder, also das Auge sieht es, das zu dritteln, oder ich zeige euch mal, wie man das Geodreieck ansetzt. Und zwar muss ich mit dem Nullpunkt in den Mittelpunkt von meinem Kreis gehen und dann auf die Linie, die ich mir hier gerade eingezeichnet habe. Und dann gehe ich rüber zur nächsten Linie und kann hier ablesen, es sind 45 Grad, 10, 20, 30, 40, 45, durch 3 sind 15 Grad, dann brauche ich hier einen Strich und hier einen Strich. Easy. Und ich kann im Prinzip auch gleich in die andere Richtung rübergehen. Da zeichnet sich es auch hier ab. 1, 2, 3, 40, 45, 15 und 15. Und dann ziehe ich hier vom Mittelpunkt setze ich an, hier eine Linie und das gleiche hier nochmal, hier eine Linie
Und hier gegenüber kann ich das genauso machen. Einmal und ich drehe etwas. Hier ist mein Hilfsstrich. Ich setze hier in der Mitte an, ziehe nochmal. Und jetzt seht ihr schon, so unterteile ich es nochmal kleiner. Nochmal ganz kurz erklärt. Ich habe hier eine Hilfslinie, da gehe ich mit dem Lineal drauf, gehe mit meinem Nullpunkt an den Mittelpunkt vom Kreis. Dann habe ich hier wieder 45. Ich kann durch 3 teilen, 15, 10, 15 kann ich direkt hier anmessen und kann es auf der anderen Seite von meinem Geodreieck auch nochmal abmessen. Und dann kann ich hier wieder, das hat nicht gepasst. Moment. Hier sind es 42, dann habe ich 2 weniger. Aber alles halb so wild. Und ihr werdet dann sehen, man kann auch optisch noch die Formen ausgleichen. So sieht es besser aus. Okay. Und dann mache ich noch die restlichen 2 Viertel. Halt, hier müssen wir noch. Die Arbeit lohnt sich für die, die das gerade noch ungewohnt ist, wieder mit dem Geodreieck umzugehen. Das lohnt sich, sich da wieder reinzufinden, weil ihr seht schon, das gibt uns jetzt eine gute Hilfslinien und dann kann der Spaß nämlich gleich losgehen. Hier habe ich, es ist manchmal etwas unterschiedlich, weil das ja mit der Hand gezeichnet ist. Hier habe ich zum Beispiel nur 43. Dann gehen wir halt 10, 12 rüber und 10, 12 und setzen gleich gegenüber nochmal an und schon ist es erledigt. Hier nochmal und hier nochmal. Halt, hier fehlt es noch. Ungefähr 15 Grad und ungefähr 15 Grad. Okay. Einmal und zweimal. Und jetzt seht ihr schon, ich zoome mal einen Hauch ein. Ich habe nochmal einen Strahlenkranz, mit dem ich jetzt arbeiten kann. Und zwar gehen wir mit noch mehr Strahlen von innen nach außen. Okay? Also, jetzt nehmen wir doch mal zur Abwechslung wieder unser Silber. Und da kann ich auch von der Mitte rausgehen. Zum Beispiel, ich zeige euch nochmal die fertige Arbeit. Da gehe ich nochmal mit Raudenstrahlen. Wer schon mal bei mir mitgemacht hat, ihr wisst ja, ich stehe auf Rauden. Das ist die ideale Zierform für die Kalligrafiespitze. Die können wir da super einsetzen. Es ist easy, geht schnell und macht was her. Und zwar ist es folgendermaßen. Ich gehe jetzt und vertraut auf euer Auge, das ist kein Problem. Ich vergrößere mal ein bisschen mit einem Strahl raus. Raute, ich mache volle Raute. Und dann werde ich mit den Rauten einfach kleiner. Und dann gibt es hier so einen Rautenstrahl. Und den mache ich jetzt in jedem Zwischenraum. Eine kleine, kleine, kleine Punkt. Soweit ich quasi Platz habe. Hier mache ich nur halbe rein. Und so wie gewohnt wächst quasi unser Design mit jedem Schritt weiter. Wichtig ist, dass ihr dreht und wichtig ist, was auch immer ihr für ein Element macht, zieht es dann in allen Flächen durch. Nur so kann optisch ein Stern draus werden. Und dann gehe ich hier hin. Und das Gleiche würde ich sagen, machen wir gleich nochmal nach außen. Ich gehe nach oben hin auf eine dieser Strahlen und mache das Gleiche. Eins. Seht ihr das? Moment, ich muss etwas auszoomen. Wo seid ihr? Hier seid ihr. Und das ist wirklich entspannend und das ist wirklich was, was wir in der Weihnachtszeit doch auch gebrauchen können. Und gleichzeitig machen wir unsere Weihnachtsdeko, machen kleine Geschenke. Ihr könnt natürlich mit dem Text variieren. Probiert es aus, das im Kreis zu schreiben. Und so kreiert ihr schon mal ganz individuelle Geschenke.
dreht immer das Blatt ein bisschen und dann macht es, lass immer eins frei und mach dann so einen Rautenstrahl, mach ein paar ganze und verjünge dann, indem ich einfach kürzere Striche mache. Hier gehe ich bis in die Fläche rein. Moment, muss immer schauen, dass ihr mich noch seht. So. Wieder aufs Übernächste. Und dadurch, dass wir das jetzt Ton in Ton machen, ist es quasi die edle Weihnachtsvariante von all dem Glitzer und Glimmer, von dem wir sonst umgeben sind. Und das finde ich dann auch mal ganz erfrischend. So, wir haben noch zwei Stück. Und hier kommt noch ein langer. Natürlich habe ich mein ursprüngliches Motiv wieder veröffentlicht auf der Website online-pen.de. Könnt ihr euch downloaden, zusammen mit einem Hilfsgrid für die Schrift. Also ihr habt da Hilfsmittel und das fertige Motiv, könnt ihr euch downloaden, ausdrucken und direkt als Vorlage benutzen, wenn ihr in aller Ruhe nochmal arbeiten wollt. So, jetzt seht ihr schon, wie es anfängt zu strahlen. Nächster Schritt, und da ist jetzt quasi der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was ihr zum Beispiel auch machen könnt. Ich würde sagen, wir geben unserem Stern gleich mal eine Sternenform. Und zwar setze ich jetzt zusätzlich noch Gold ein als Highlight. Ich kann mich ganz vorsichtig ans Thema herantasten, weil ihr seht, mit dem Silber ist es Ton in Ton. Es gibt nur den Glitzereffekt, wenn ich das Blatt leicht bewege. Das ist jetzt in der Kamera schlecht zu sehen. Wenn ihr das bei euch ausprobiert, seht ihr das. Da wäre der Effekt natürlich größer, wenn ich zeige es euch mal, auf das dunklere Grau gehe. Ja, da habe ich auch die Schrift in Silber gemacht. Und da seht ihr schon, da kann ich ohne Ende variieren. Ja, deshalb nehme ich jetzt zusätzlich Gold als kleines Highlight und ich fange ganz vorsichtig an und setze hier auf meine dunklen Strahlen kleine Punkte, das sind wie Glitzer-Highlights. Und dann forme ich schon den Stern und durch unsere Hilfslinien, das ist nur so ein kleines Gimmick, dann zoome ich mal aus. Ich gehe jetzt einfach von den Linien, mit denen ich noch nichts gemacht habe, zu unseren gepunkteten Strahlen. Und zwar setze ich wieder mit der Brushspitze ohne Druck auf der Spitze an, mit Druck und gebe es hier hin. Und dann dreht ihr ein Stück, ohne, mit. Zurückdrehen, ohne, mit. Und so gehe ich um den Kreis rum. Und das ist das Schöne beim Brushpen, weil da kann ich halt gleich diese Verjüngung bzw. Verbreiterung mit einbauen, was einfach ein toller optischer Effekt ist. Immer von der freien Spitze, ohne Druck, mit Druck, ohne, mit, ohne, mit, ohne, mit. Und das ist ähnlich wie beim Mandala-Malen, ja? Dadurch, dass ich diese Wiederholungen in den Zügen habe, kann ich mich entspannen und gestalten, entspannen und kreativ sein. Ihr wisst, das ist auch ganz cool, weil wir ja die Grey Edition benutzen und die Metallics, dass die Spitze von den Metallics sehr viel weicher ist. Das muss so sein, damit wir diese gröberen Metallpigmente durch die Filzspitze bekommen. Deswegen müsst ihr bei den Metallics nur ganz leichten Druck ausüben. So, jetzt schaut mal, unser Stern, da glitzert und scheint er schon. Und jetzt komplementieren wir das Ganze. Zum Beispiel auch, jetzt experimentiere ich mal, ich nehme ein mittleres Grau.
Wir können natürlich auch mit der Kalibrush-Spitze, mit der Kali-Spitze unsere Schwünge machen. Damit meine ich einschwingen, ausschwingen. Ich mache mal so groß wie möglich. Ihr nehmt die Spitze schräg und dann einschwingen, ausschwingen. Ich gehe einfach bis runter zur Schrift. Okay, ich drehe ihn nochmal. Ich habe den Stift schräg in der Hand. Ich schwinge ein, ziehe dann diagonal, ganz leicht diagonal, bis ich zur Schrift komme. Jetzt zoome ich einen Hauch aus und ich drehe immer und mache diesen Schmuckschwung. Einschwingen, ausschwingen. Ich drehe. Einschwingen, ausschwingen. Einschwingen, aus. Das variiert jetzt schon von meinem ursprünglichen Entwurf, aber es ist wirklich so, wenn ihr das mal anfangt, schön eure Hilfslinien vorzeichnet, legt euch einen Haufen Papier zur Seite, weil ihr werdet nicht nach einem Stand aufhören wollen. Ihr werdet immer weitermachen wollen. Das hat wirklich Suchtfaktor. Ihr könnt eure ganze Weihnachtspost damit machen. So, wieder ein Schritt dazu. Jetzt nehme ich mal das ganz helle Grau dazu, weil das Schöne bei dem ist nämlich, es hat so einen Blautouch und es setzt sich sehr gut von allen anderen Tönen ab. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe einfach daneben hin, mache das Gleiche. Ich schwinge ein und gehe hier zur Spitze vom ersten Zug. Und dann mache ich noch einen. Und gehe hier zum Spitze vom ersten Zug. Nochmal in groß. Ich setze unterhalb an und visiere aber diese Spitze an. Schwinge ein, ich schwinge aus. Ein, aus. Nochmal. Ich visiere da unten den Schlusspunkt an. Ein, aus, ein, aus. Aus. Und ihr seht, wie fein diese Abstufungen von den Grau sind, wie gut es aussieht. Gehen wir mal Schritt für Schritt wieder durch. Ein, aus, ein, aus. Ich neige die beiden folgenden etwas stärker. Und dann seht ihr schon, das ist ähnlich wie bei den Gestaltungen beim Lettering. Da sage ich immer Flügelchen dazu. Ich finde, es ist immer so ein anmutiges Element, wenn man die auch in der Gruppe gestaltet. Wieder etwas drehen, einschwingen, ausschwingen, ein, aus. Und immer im Kreis rum, in aller Ruhe. Genießt es, genießt die Wiederholung. Und die Gleichförmigkeit der Bewegung. Ich zoome wieder aus und schaut mal, wieder ein Hauch dazu. Jetzt gehen wir mal weg. Man könnte versucht sein, das Gleiche auf der anderen Seite auch zu machen. Das ist schwer für die Hand. Und es ist auch, ich will nicht sagen, zu langweilig, aber da können wir auch noch was anderes. Wir machen lieber noch ein paar andere Elemente, nämlich auch von hier innen raus. Ich nehme mal das dunkelste Grau und gehe hier von der engen Spitze mit kleinen Punkten raus. Als Variation. Moment, ich zoome ein bisschen ein. Das ist einfach nur auch hier optisch den Stand noch weiterzuführen. Ja? Ich mache den ersten Punkt groß und werde dann kleiner. Und auch hier noch. Und ihr seht schon, wie das alles ineinander übergeht. Und dann überlege ich mir für, ich gehe ins übernächste Grau, dann kann ich hier unter dem dunklen, mache ich einfach mal noch eine Raute. 1, 2, 3, 4. Dann zoomen wir mal aus und ich würde sagen, der Mittelpunkt ist gut gefüllt. Das können wir lassen. Hier oben sehen wir, da geht noch was. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir können eigentlich bei dem mittleren Grau bleiben und machen hier mal noch
ein paar leichte Schwünge rein. Da können wir quasi die Standform nochmal nachempfinden. Und zwar, wartet, ich zoome ein. Okay. Den hier habe ich gerade gemacht. Ich schmiege mich quasi, zwar spielt sich das zwischen den beiden Hilfslinien ab. Ihr wisst also genau, wo ihr seid. Ich gehe jetzt mal in die nächste Spitze. Ich setze hier am Boden quasi von dem langen Schwung an und gehe dann rüber zu der Raudenlinie. Ich drehe auf den nächsten und ihr könnt nichts falsch machen. Habt keine Angst, wenn ihr quasi einen anderen Strich macht wie ich, ist einfach nur wichtig, dass ihr eures auf dem ganzen Stern durchzieht. Ja, das kann nämlich schon mal passieren, dass man zuschaut, aber selbst dann einen anderen Strich macht, macht nichts. Ihr geht durch den Kreis mit eurem Schwung durch. So, ich gehe hier noch rein, einschwingen rüber an die Rauten, einschwingen an die Rauten. Gehe hier rüber und das seht ihr auch, wie flexibel diese Gestaltungsidee ist. So, ich bin schon durch. Okay, ich zoome nochmal aus. Jetzt hätte ich das Bedürfnis nach noch etwas mehr Gold, muss ich sagen. Und zwar im Innenraum. Ich sehe hier doch noch Luft und würde auch gerne die Schrift noch etwas herausheben. Deswegen mache ich jetzt zumindest mal, seht ihr hier so etwas Luft. Ich mache zwischen den Worten eine goldene Raute. Gehen wir erstmal da durch. Das ist auch gut für die Lesbarkeit. Joy, to, mach hier eine Raute. Und es ist immer dieses, ich lehne mich kurz zurück, schau an, wie meine Arbeit jetzt aussieht und überlege mir dann, wo braucht es noch was. Und jetzt mache ich noch was. Ich setze Rauten auf jeden Buchstaben, mindestens eine. Und das mache ich immer folgendermaßen. Wenn es ein Buchstabe ist, in dem sich zwei Striche kreuzen, wie beim T, mache ich eine Raute auf den Strich, wenn sich nichts kreuzt, auf die Mitte des Buchstabens. Überkreuzung, Überkreuzung, Mitte, Überkreuzung. Immer schön mitdrehen. Das W verträgt 2, dann gehe ich ins O, ins R, L und D. Und dann kommt noch Joy, dann setze ich hier eine Raute. Hier eine, hier und es darf auch 2 haben. Und schon, es ist wieder ein kleines Highlight, kleine Goldpunkte auf der Schrift. Und jetzt gehe ich auf die Brushspitze und mache über den Zacken nochmal eine Kleinigkeit, dass das so ein bisschen luftig wird. Machen wir mal größerer Punkt, klein, klein, größerer, klein, klein. Das ist nur so ein Hauch noch. Und ihr seht schon, Suchtfaktor auch deswegen, man muss irgendwann überlegen, wann ist das Design fertig, wann höre ich auf. Ich kann das ganze Blatt damit füllen. 1, 2, 3, ich gehe rund herum. Ich bin so gespannt, was ihr selber alles mit der Grundidee produzieren werdet. Freue mich schon, was zu sehen von euch. Und 1, 2, 3. So, jetzt zoomen wir mal aus und schauen uns unseren Stern an. Was sagt ihr? Wir könnten noch was machen. Man kann, also ich würde euch empfehlen Folgendes. Also ich denke, ihr könnt es nicht überfüllen, ja? Weil ihr habt einen starken Kontrast zwischen Papier und den Stiftfarben. Es ist immer die Frage, wann höre ich auf? Ich würde jetzt quasi eigentlich aufhören. Es ist noch ein bisschen Luft in der Mitte. Das kann man stehen lassen. Den einen Tipp, den ich noch hätte, jetzt schmiegt sich die Schrift ja wunderbar ein. Man könnte natürlich auch noch eine Schattenlinie setzen. Ich zeige euch das mal bei Joy an. Damit hole ich die Schrift einen Hauch weiter raus. Es sind immer die Kleinigkeiten. Und zwar nehme ich nicht das starke Schwarz, sondern nehme das dunkle Grau. Das ist eine Stufe
unter dem Grau, das für die Schrift genommen wurde. Und dann setze ich hier eine Schattenlinie. Ihr wisst ja, ich lasse immer einen Hauch Luft und mein Schatten geht nach rechts und unten, rechts, unten, rechts, rechts und unten. Und wenn ich jetzt auszoome, das seht ihr schon, das macht ganz schön was aus. Es ist immer die Liebe. Ich finde, es geht beides. Ohne Schatten passt es sich gut ein. Mit Schatten tritt die Schrift etwas raus. Lasst uns schnell durchziehen. Es ist ruckzuck gemacht. Mit ruckzuck meine ich nicht, dass ihr es schnell, schnell macht. Auch das will mit Bedacht sein. Aber das ist ja keine große Sache. Dann ziehen wir es schnell durch. Und ihr entscheidet bei eurem eigenen Design individuell, mache ich das oder nicht. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man es wirklich mal sieht, dass es einen Unterschied macht. Das kommt ja vielleicht auch ein bisschen darauf an, welchen Text ihr dann verwendet. Auch da bin ich schon gespannt, mit welchen Ideen ihr kommt. Ihr könnt natürlich wieder, wir freuen uns, mein Team bei Online Germany und ich, wenn ihr eure fertigen Arbeiten postet unter Hashtag Calibrush, würde ich mal sagen. Hashtag Letterlove ist immer gut, weil wir lieben alle Buchstaben. Und dann lasst es mal weihnachtlich werden und zeigt mir, was ihr für Ideen hattet. Ich bin schon bei World. Die ersten posten ja immer direkt in der Minute, nachdem ich hier aufgehört habe. Aber ihr könnt es immer völlig entspannt auch später noch posten. Da braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Wir sind einfach daran interessiert, was zu sehen, weil morgen wird ja dann das Video online sein auf YouTube und auf online-pen.de. Und für die, die das ganz mit Genuss nochmal sich anschauen wollen, ist dann auch noch Zeit. Und dann könnt ihr auch noch eure Arbeiten posten. So, jetzt schaut mal. Und da wäre jetzt die Möglichkeit, das kann ich so, wie es ist, in einen Rahmen stecken und verschenken. Ihr könnt variieren. Ihr könnt auch einen reinen Stern machen. Das machen wir jetzt. Oder ich schneide das rund aus und nehme das als Karte. 1000 Möglichkeiten. Da sprechen wir jetzt noch mal drüber. So viel zu unserem Stern. Ich zeige euch noch mal, wie die Variationen auch aussehen. Das war, was ich heute Vormittag noch gemacht habe. Ich konnte irgendwie dann gar nicht genug kriegen. Dieser habe ich schon früher in der Woche gemacht. Das ist auf dem dunklen Grau. Da seht ihr dann zum Beispiel, dass das Metallic gut rauskommt auf dem dunkleren Grau. Die Grautöne treten etwas zurück, Schatten an die Schrift. Und dann ist es wirklich schön Ton in Ton festlich. Und hier habe ich noch mit Blau und Silber. Der Schrifteffekt ist übrigens folgendermaßen. Das kann ich euch kurz mal auf einem Extrablatt zeigen. Nehmen wir das zur Seite. Ihr könnt mit Silber schreiben. Das lohnt sich halt besonders nochmal auf dem dunklen Papier. Ich bewege das mal ein bisschen. Da lohnt es sich, mit Metallic die Schrift zu machen, weil die natürlich auf dem dunklen gut steht. Ich schreibe mal Joy. Druck und wirklich wenig Druck, weil die Metallics butterweich sind. Das ist eine wirkliche Freude, damit zu schreiben. Und Joy. Und dann nehmt ihr den Metallic Blau dazu. Und ganz einfach setze ich einfach einen Strich auf die Fläche. Einmal, mache noch einen zweiten dazu. Weil das Blending nicht funktioniert bei den Metallics. Aber ich setze ganz locker hier einen Strich. Noch einen. Das brauche ich dann auch nicht, weil ich den Effekt so auch habe. Und jetzt zoome ich mal aus. Und dann habt ihr quasi diesen Schatteneffekt. Und es kommt besonders gut bei Silber und Blau. Ja? Das war die Idee hinter dem. Kombi Metallic Blau, Metallic Silber und die Grey Edition.
So, jetzt noch ganz kurz. Die Zeit rast dahin. Sterne. Sterne allgemein, ihr braucht gar nicht unbedingt Schrift. Das ist sowas und sowas. Dazu habe ich ja schon gesagt, große Bögen klein geschnitten und da bleiben jede Menge kleinere Quadrate übrig. Die setze ich natürlich auch ein und ich lege mir einen ganzen Haufen als Vorrat und es funktioniert genauso wie der große Kreis. Wo ist mein Bleistift? Die Mitte finde ich raus, indem ich mein Lineal diagonal ansetze. Moment. Und dann gehe ich hier von der Mitte raus und wir können es genauso machen, wie wir es gerade eben gemacht haben. Damit ihr seht, es ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Wenn das für euch noch ungewohnt seid, macht einfach ein paar Sterne so und beim Machen fallen euch Variationen ein und dann legt ihr einfach los. So, 2x2 cm, dann gehe ich im 90-Grad-Winkel hier hin und mache 1,5 in die eine, 1,5 in die andere. Das ist so der Rhythmus, den ich mir angewöhnt habe für einfache Sterne. Und es war es als Grundelement auch schon. Jetzt zoome ich mal ein, dass ihr das seht. Ganz easy. Und dann könnt ihr jetzt eigentlich, machen wir mal mit Metallic Blau. Ich setze in die Mitte eine Raute in Metallic Blau. Und dann kann ich ja mal genauso anfangen, wie wir vorhin begonnen haben. Ich nehme das dunkelste Grau, ihr erinnert euch, und setze ohne Druck, mit Druck, ohne, mit, ohne, mit. Dann gehe ich ins übernächste Grau und setze hier daneben. Ich finde immer, so ein ganz einfacher Stern in der Mitte hilft beim Loslegen. Ich habe hier den ersten Stern. Dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn noch machen? Ich kann mit Metallic Blau hergehen und kann ein paar Rauten von den kürzeren rausmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch da verjüngere ich wieder ein wenig. Dreh um 90 Grad, 1, 2, 3, 4, 5, drehe um 90 Grad. Und das ist wichtig, dass ihr dann da in alle Richtungen dieselben Elemente machen, damit der Stern entstehen kann. So sieht es jetzt aus. Ich zoome kurz aus und dann gehe ich in die nächste Richtung. Jetzt können wir wieder, ich nehme mal das zweithellste Grau und jetzt mache ich Folgendes. Lasst mich mal überlegen. Ich mache mal so ein Einschwingen, Ausschwingen. Ich schwinge. Und zwar gehe ich hier in den Zwischenraum und gehe etwas überhalb diese gedachte Linie und ich schwinge aus und schwinge zur Mitte hin. Dann drehe ich praktisch überhalb von der Spitze. Ich schwinge aus. Ich schwinge ein, ich schwinge aus, Drehstück, schwinge ein, schwinge aus. Und es ist wirklich wichtig, oder das Einzige, was eigentlich jetzt wichtig ist, dass ihr das durchzieht in den Flächen, in denen das sitzen soll. Denn nur dann entsteht dieser Kreis. Einschwingen, ausschwingen und eigentlich, wenn ihr das durchhaltet, kann nicht viel passieren. Manchmal ist man kurz verzweifelt, oh, was wird aus diesem Stern noch werden? Das wird schon, keine Sorge. Jetzt nehme ich mal das ganz helle Grau und setze auf die langen dunklen auch nochmal Rauten. 1, 2, 3. Gehe in die nächste. 1, 2, 3. Ich drehe. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dann immer in aller Ruhe zurücklehnen, anschauen, was kann ich jetzt machen. Jetzt nehme ich dazu, was haben wir denn noch nicht? Ich nehme jetzt dazu das dunkle Grau mal wieder und jetzt forme ich den Stern, indem ich Folgendes mache. Das kennt ihr auch schon aus dem großen Motiv. Ich gehe von der oberen Raute bis zu dieser Spitze und zwar mit einem Strahl ohne Druck,
mit Druck. Ich drehe und gehe von der oberen Raute bis zu der Spitze ohne mit. Gleiches Spiel, ohne mit Druck. Und jetzt seht ihr schon, der Stein entsteht. Ohne mit. Ohne mit. Ohne mit. Ohne mit. Und weiter. So, und schon entsteht ein neuer Stern. Da habe ich gleich noch eine Idee. Ich würde gerne noch ein bisschen nach außen gehen, und zwar mit dem mittleren Grau. Ich gehe hier hin, mache einen kleinen Schwung hin. Und zwar in der Höhe von den beiden Rauten, nur ganz kurz einschwingen, ausschwingen. Und dann gehe ich hier auch nochmal hin, einschwingen, ausschwingen, klein und innerhalb. Ich fülle also die Fläche etwas. Wartet mal, hier, kleiner Schwung, größerer Schwung, kleiner Schwung, größerer Schwung, klein, größerer. Und so ziehe ich das auf allen Seiten durch. Es bietet sich natürlich hier an. Und jetzt gehe ich noch mal in ein mittleres Grau. Und wie ihr seht, es klappt praktisch immer. Und ich gehe hier noch mit einer Punktelinie mal rauf. Seitlich zu dem Strahl. Rechts, rechts, viermal. Und als Wiederholung mache ich auf den hellen Rauten auf jede noch einen Punkt. Und hier, so, schauen wir mal. Was meint ihr? Und ihr seht, das war jetzt wirklich spontan, Experiment. Ihr könnt völlig beruhigt sein, kann kaum was passieren. Das sind die Variationen und alle entstehen spontan. Ja? Auch das könnte ich so rahmen. Ich könnte jetzt meinen Zirkel nehmen und da nochmal mir einen Kreis einzeichnen und es dann ausschneiden. Ich glaube, das Ausschneiden muss ich euch nicht zeigen, wie das funktioniert. Aber das ausgeschnitten funktioniert wie hier als Anhänger, oder hier habe ich einen ganz kleinen Stein gemacht auf hellgraues Papier, ausgeschnitten, auf dunkelgraues Papier geklebt, ausgeschnitten, auf die Karte, schon ist eine Weihnachtskarte fertig. Dann könnte ich hier noch draufschreiben und selbst dann noch auf der Karte gestalten. Ja? Ich kann euch nur empfehlen, macht Sterne und seid glücklich. Ich finde, es ist wahnsinnig entspannend und man macht gleich was für seine Lieben zu Weihnachten. Das erfüllt so viele Zwecke, ideal für diese Zeit jetzt. Ja? Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Moment, ich lege noch mal unser Motiv her. In diesem Sinne, Joy to the World, das ist das von gestern, das ist das von heute. Ich hoffe, ihr lasst es euch alle gut gehen. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Nächste Woche ist die liebe Joanna wieder für euch da. Wir sehen uns am 2. Dezember. Und es wird nochmal weihnachtlich, das ist klar. Ich habe mir was Schönes zur Weihnachtsdeko überlegt für euch daheim oder dann auch schon zum Verschenken. Dafür werden wir brauchen das Balzer-Set. Es wird also wieder ganz farbig und bunt. Bunt, das ist mein Wecker, wir haben noch ein paar Minuten. Es wird farbig und bunt, Balzer-Set und Metallics. Kündige ich aber auch nochmal an, seid völlig entspannt. Schaut euch das Video nochmal an, ladet euch die Vorlagen runter, verblüfft mich mit euren Gestaltungen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.